Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Kreisuna zusammen mit dem Toto. Hallo. Ja, meine lieben Freunde, der Toto und ich, wir haben uns jetzt hier gerade mal kurz mal unterhalten. Und zwar habe ich jetzt gerade, während ich das Wasser holen wollte, die Brauerei entdeckt. So, ich sagte, Toto, ich habe die Brauerei, wir brauchen Äpfel, das bla bla bla. So, jetzt kam aber mehrere Fehler, da es noch eine Beta-Version der Map ist und hier und da Fehler sein können, was auch nicht schlimm ist. Das ist halt in der Beta-Version so. Da steht ja auch dabei, eine Beta ist ja zum Testen da, um Fehler zu entdecken. Alles klar, kein Problem. Ist ja auch richtig. Aber unsere Sorge ist jetzt halt, es werden wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Versionen rauskommen. Das heißt, wir müssen auch sehr oft wieder ein neues Savegame anfangen, denke ich mal, weil hier noch was verbaut wird, hier nochmal. Und es dauert halt. Und da sowieso wir dann gesagt haben, hier, wir brauchen Bier, bla bla, dann haben wir gelesen, dass in den Fehlernoten auf der von der Kreisunterseite schon steht, man könnte keine Äpfel und Birnen ernten. Darauf schrieben die Modder, dazu bräuchte man noch einen extra Hänger, der bald rauskommen wird, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, Toto. Ja, so habe ich das verstanden. Gut, und das ist ja jetzt auch so ein Ding, also wir können hier nichts abernten. Ich kann keinen Raps im Multiplayer abgeben, im Singleplayer geht's. Ich kann kein Wasser tanken hier mit dem Hammer im Multiplayer, wahrscheinlich im Singleplayer wird's gehen. Wir haben uns jetzt erstmal darauf entschieden, der liebe Toto und ich, dass wir die Lager vollknallen, also heißt viel ernten, hier und da was machen und ja, und dass wir dann erstmal Geld machen, Maschinen kaufen und uns dann nachher dazu entscheiden, wenn die Map funktioniert, dann alles zu machen, ne, Toto? Ja. Jetzt erstmal Geld machen und so, ja. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwas anfangen. Es funktioniert ja noch nicht alles, also. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ist halt eine Beta. Wir kennen es alle. Wir haben uns alle schon mal Early Access geholt oder so und haben dann nachher geweint, weil nicht mal der Login-Bildschirm geht. Oh, jetzt hat ja aber gerade einen dicken Lag. Hast du was verkauft oder was? Nee. Der Helfer ist hier noch schön am Grubbern. Das ist gut. Der andere Helfer ist am Düngen oder was? Nee. Bist du am Düngen oder wie? Ich bin am Düngen, ja. Achso. Ja, willst du den nicht erstmal hier düngen lassen und wir gehen Feld 4 düngen und dann tun wir da schon mal grubbern? Wo ist mein Deutsch? Ich gerade. Alter. Kannst sofort wieder gehen. Ja, alles gut. Wo ist denn jetzt der andere Trecker? Was für ein anderer? Ja, der rote. Was? Rote? Keine roten. Der Valtra, womit ich die. Ah ne, der war grün. Ah, den habe ich hier. Lol. So, dann holen wir uns mal eben den Grubber. Hatte ich den jetzt hier im Hof abgestellt? Wahrscheinlich, ne? Da ist er. Ja, ich muss aber erstmal den hier holen. Ja, dann kommt doch hier auf Feld 5. Ja, da müssen wir nur ansehen, oder? Das war schnell, guck mal unter der Einstellung. Ich glaube, es ist schon gegrubbert. Ich glaube, da muss man angesehen werden. Ist gegrubbert, muss angesehen werden. Ja, komm mal, dann mache ich das. Ja, ich bin vorher. Tue ich da erstmal Soja ansehen, ja. Ja. Weißt du, was das Gute ist? Da ist auch direkt das Saatgutlager. Ja, da ist aber nichts drin. Warum sagst du mir das so? So hart ins Gesicht? Dann müsstest du mal den Weizen hier in das Lager fahren. Welches Weizen? Was wir im Lager haben. Musst du der Saatgutproduktion oder was? Ja. Da muss doch erstmal Dünger rein. Ja, haben wir doch. Wie haben wir doch? Der Dünger wurde davon produziert. Dann müssen wir ja umlagern alles. Brauche ich einen Hänger. Ja, dann düngen wir, dann hole ich mal eben Hänger. Boah. Mensch, Toto, da musst du ein bisschen flexibel werden mit dem Traktor, du.
Ja. So. Fahren wir schnell zum Höf, holen den Hänger, ne? Zum Höf. Zum Höf. Kann ich jetzt einen Höfen holen mit der Hänge. Mit Weizen drin. Nicht, dass du gleich schon gleich hinkommst. Haben wir da nicht schon was reingekippt? Nee. Wie viel passt da rein? Soll ich einen großen Hänger nehmen oder? 20.000 passen, glaube ich, rein. Nehme ich den kleinen hier, oder? Ja. Reicht ja voll aus. Ich glaube, so viel Weizen haben wir auch nicht im Lager. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben Weizen 6847 Liter. Doch, geht doch. Geht doch. Oh, wir können was abladen. Nice. Ich komme, Toto. Mit Weizen. Dann holst du den Dünger da raus und fährst ihn auch rüber. Jo, Chef. So, da sind wir ja schon wieder. Na, der Tatsache hier schon ein bisschen Dünger hingebracht. Ja, läuft doch. Muss da ja, bitte lass hier den Dünger rein, den Saatgut rein. Ne? Juhu. So, gib mir den Dünger her, Mann. Oh, das läuft ja sofort ab. Ja. Wunderbar. Mal voll das Ding hier. Aber es kann sein, dass wir wieder einen Überladewagen brauchen, weil die Seemaschine gefüllt wird. Okay. Unter dem Rohr. Ja. Ja, macht doch nichts. Bin gerade was am Überlegen, ne? Was hältst du denn davon, wenn wir uns trotzdem ein paar Kühe holen? Ach, scheiße, wir brauchen ja Gras, Silage und so. Das Problem. Was? Das ist das Problem. Vor allem, wo stellen wir das Kraft wieder her? Das haben wir auch nicht gefunden. Ja. So, Saatgut wird produziert. Wie der jedes Mal das Gewicht abkoppelt, ey. Mein Gott, Freeze, Was du denn wieder? nur Mist. Oh, ich habe gedacht, du machst mir was Neues. Klappe. So.
So, Sojabohnen werden angesät. Super. Was sag ich dir, du? Was jetzt gerade drüber fällt. Damit der Hilfe da mal kurbeln kann. Der Hilfe auch mal was anderes macht, oder Ja. Ja, gut, der kann es auch jetzt. Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Wupp, wupp. Wenn du den Helfer vorher einstellst, berechnet der, wie viele Hektar das sind und so. Ja. Ist schon irgendwie geil. Ganz toll. Dein Maul, ey. Warum hast du Hilfe eingestellt? Bitte? Hast du Hilfe eingestellt? Ja, warum? Ich frag noch. Da müssen wir ein bisschen vorwärts kommen. Wie, du bist ja selbst am Fahren. Ich hab Lex. Hattest du auch Lex? Nee. Okay. Dann lag's wohl an mir. Kann man wohl nichts machen, ne? Das stimmt. Der Helfer noch da am Feld? Keine Ahnung. Ja, muss er wohl da. Entlass den mal, tu den mal eben entlassen. Wieso wird er so entlassen? Achso. Wenn er die Arbeit beendet hat, ist er entlassen. Ja, alles klar. Also so, eigentlich ist er nur ein Zeitarbeiter, Ja. na dann. Lemken, wup, wup. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da kommt schon hier die dritte Bahn, ne? Würde ich mal behaupten, meine Kinder. Ne, mehr als drei Bahnen, warte mal. Ach, wir haben die Hälfte des Feldes schon, ey. Da ist ja was hier. Geht ja echt voran. Ja.
Aber gut, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall die Tage wieder vorbei. Übermorgen, um genau zu sein. Und bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.